US-Präsident Joe Biden hat Israel gewarnt, dass Washington seine Waffenlieferung einstellen werde, wenn Israel die Bodenoffensive in Rafah fortsetzt. Israel hat am Dienstag eine begrenzte Operation in der Stadt gestartet und den Grenzübergang zu Ägypten eingenommen, um die Versorgungswege der Hamas zu unterbrechen. We continue to have concerns about a potential Rafah operation. We have made that quite clear. We made it clear with the Israeli government privately, and of course, everyone from the president on down has made that clear publicly. Die Pläne Israels, in Rafah einzumarschieren, um die dort angeblich stationierten Hamas-Bataillone auszuschalten, stoßen international auf heftige Kritik. Mehr als 1,4 Millionen Palästinenser haben in der Stadt Schutz gesucht, nachdem das israelische Militär sie zur Sicherheitszone erklärt hatte. Am Tag vor dem Einmarsch des israelischen Militärs wurden rund 100.000 Palästinenser aufgefordert, den Osten Rafahs zu verlassen. احنا اخذنا منها تقريبا بسبب المناشير اللي ارسلتها اليهود او الجيش الاسرائيلي ارسل علينا بالاضافه كمان اتصلوا فينا اتصالات على الجوال اخلوا هاي المنطقه بالكامل. Nach Angaben der UN ist die humanitäre Lage im Gazastreifen nach wie vor extrem instabil. Das israelische Militär teilte jedoch mit, dass ein wichtiger Grenzübergang in Kerem Shalom am Mittwoch wieder geöffnet und Hilfsgüter durchgelassen wurden. Dieser Grenzübergang ist eine der wichtigsten Landrouten nach Gaza. Er war am Wochenende nach einem Raketenangriff der Hamas geschlossen worden.